Der Islam strebt nach Weltherrschaft, nachdem der weltrevolutionäre Sozialismus abgedankt hat. Dieses Fazit zieht die Wochenzeitschrift Christ in der Gegenwart aus Freiburg in einem Leitartikel. Die westliche Kultur sei nicht in der Lage, dieser Herausforderung zu begegnen. Sie scheine nur noch einem materialistisch-säkularistischen Spaß-Konsum-Kapitalismus zu huldigen. Eine solche Gesellschaft wollten die mächtigsten Strömungen innerhalb der islamischen Weltbewegung jedenfalls nicht. Demgegenüber wirkten die Großmächte ratlos. Von Westafrika bis Ostasien habe der Radikalislam seine Eroberungen mit Erfolg begonnen. Auch in Europa hätten sich tausende Gotteskrieger eingenistet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch deren Terror heimkehrt, heißt es in der katholisch orientierten Zeitschrift für religiöses Leben, moderne Spiritualität und Kultur. Der Evangelische Fachverband für Sexualethik und Seelsorge Weißes Kreuz hat mit Lob und Kritik auf die ZDF-Sendung Make Love, Liebe kann man lernen reagiert. Die Aufklärungsreihe startete am 28. Juli. Darin werden Personen bei sexuellen Handlungen gezeigt. Sie erhalten Tipps von der dänischen Sexologin Ann-Marlene Henning. Der Leiter des Weißen Kreuzes, Rolf Trauernicht, bewertet positiv, dass der Konsum von Pornografie kritisch hinterfragt werde und dass eine gesunde Sexualität in der Ehe eine ständige Aufgabe beider Partner sei. In einem Interview mit der evangelischen Monatszeitschrift Chrismon kritisiere Henning zu Recht, dass sich die evangelische Kirche zu wenig konstruktiv zum Thema Sexualität äußere. Für bedenklich hält Trauernicht hingegen, dass der Sexualität in der Sendung nicht eindeutig der Platz in der Ehe zugeschrieben werde. In einer Zeit, in der so viele Menschen so viel Kummer, Verführung und Missbrauch erleben, hätte ich mir mehr Inhalte gewünscht, die lebensfördernd sind, sagte er der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Das Thema Sexualität sollte in der Schule behutsam behandelt werden. Diese Ansicht vertrat der CDU-Spitzenkandidat für die baden-württembergische Landtagswahl am 13. März, Guido Wolf, in der Bild-Zeitung. Sehen Sie einen Kommentar von Guido Wolf zur Bildungspolitik seiner Partei. Wir Politiker machen natürlich Politik für alle, auch für jene, die in Distanz zur Kirche stehen. Aber für mich und meine Partei ist das christliche Menschenbild ein Wertekompass, der uns in der politischen Arbeit wichtig ist. Zum Beispiel, wenn es um Bildungspolitik geht. Dieses christliche Menschenbild heißt, dass Kinder und Jugendliche unterschiedlich sind und dass wir sie in dieser Unterschiedlichkeit auch als Chance begreifen und deshalb eine Bildungspolitik machen müssen, die auf die Unterschiedlichkeit von Menschen Rücksicht nimmt.